So langsam aber sicher nähern sich die Pferde der Startstelle. Letzte Gelegenheit für eine Wette. Ronin noch etwas hinter den anderen. Imagine im Galopp, die Favoritin. Imagine immer noch im Galopp. Und das ist der Start zum ersten Rennenpreis des Ostschweizer Traberclubs. Amici Hair Design und Adesso Hair Design, Pferdedynamik Stephanie Tyler. Da übernimmt erstmal Danny La innen die Spitze, gefolgt von Gionato Dark, dann Innocent mit Flavio an dritter Stelle innen auf dem kürzesten Weg, dann Anton Poel Hurt, gefolgt von Inaba Miss, weit hinter dem Feld ist es Ronin und zum ersten Mal durch den Mainfelder Bogen mit Danny La in Führung. An zweiter Position Gionato Dark, dann folgt außen Innocent, innen Flavio, gefolgt von Inaba Miss mit Anton Poel Hurt an seiner Seite. Dann ist es Hello Miss mit Hermes Somoli und am Schluss des Feldes Imagine etwas hinter den anderen Ronin. Gionato Dark, dann Innocent außen und ganz außen kommt jetzt Imagine in einem Rush vom zweitletzten Platz auf die dritte, vierte Position. Zweite von drei Tribünenpassagen mit Imagine, die außen angreift. Imagine, da geht es Xavier Bouvet jetzt zu langsam. Imagine greift an, innen Danny La. Danny La wird vielleicht jetzt Imagine vorbeilassen, na, sieht nicht so aus. In Danny La, innen, außen Imagine, dann Flavio mit Gionato Dark, dann das Paar Inaba Miss innen, Innocent außen, Hello Miss auf der Verfolgung, auch Hermes Somoli, Ronin und Anton Poel Hurt. Vorne jetzt der Angriff von Imagine auf Danny La, aber Danny La wehrt sich noch. Danny La und Imagine, die jetzt hier ein, zwei Längen vor dem Feld traben. Imagine geht aber stärker für den Moment. Auf dem dritten Platz dann außen Gionato Dark, innen Flavio, aber Imagine, die marschiert jetzt. Am letzten Sonntag das Pech im Bogen hier nach dem Ziel und jetzt macht Xavier Bouvet hier ernst. Xavier Bouvet auf und davon mit Imagine, aber Marion Dinzinger lässt nicht abreißen mit Danny La, kommt jetzt wieder etwas näher. Da außen herum versucht Innocent jetzt anzugreifen, geht an die Seite von Gionato Dark, innen ist Flavio. Imagine mit Xavier Bouvet in Führung, kann Danny La noch kontern, sieht nicht so aus. Imagine ist vorne, Danny La auf dem zweiten Platz. Imagine, das gibt den Sieg für Xavier Bouvet auf dem zweiten Platz, ungefähr für den Moment Danny La vorne ist. Imagine, jetzt kommen die anderen außen, Danny La ist müde, die ist sehr müde. Auf dem zweiten Platz kommt jetzt noch Hello Miss oder Gionato Dark, Hello Miss auf dem zweiten Platz. Gionato Dark sehe ich auf dem dritten. Danny La nach langer Führungsarbeit vierte. Dann folgt noch Flavio mit Ronin, dann Inaba Miss. Aber eine tolle Fahrt einmal mehr von Xavier Bouvet mit Imagine. Die Nummer 6, Innocent, wurde disqualifiziert. Der Sieger macht sich schon auf den Weg. Wir geben ihm den Applaus hinterher. Das war die Nummer 3. Ihr Applaus gehört Imagine. Letzte Gelegenheit für eine Wette vor diesem zweiten Rennenpreis der Gemeinde Bad Ragaz. Pferde formieren sich zum Start. Dort bei der Hürde, wo der Mann mit der Flagge steht. Das ist der Konterstarter, der angibt, wenn es nicht funktioniert. Die Pferde stellen sich auf und das ist der Start zum zweiten Rennenpreis der Gemeinde Bad Ragaz. Tolstaya übernimmt erstmal die Spitze gegen die Hürde, das erste von 21 Hindernissen. Tolstaya, Scampalo, die beiden Pferde des Pro Hindernis Racing Club in Front, dahinter folgt Scholicour mit Le Feugre, dem Favoriten an vierter Stelle, dann Omega und am Schluss ist es Solid Spirit. Mit Tolstaya unverändert in Front, dann Scampalo springt hoch, dann ist es die Nummer 2, Scholicour mit Le Feugre und etwas Abstand, aber die kommen jetzt zügig wieder näher, weil nämlich Solid Spirit jetzt richtig sich ins Zeug legt und am Schluss des Feldes ist es jetzt Omega. Vor die Tribüne, aber nicht über den Tribünensprung. Le Feugre, der sich an zweiter Stelle vorgearbeitet hat, hinter Tolstaya. Dann folgt Scampalo mit Scholicour. Dann
Omega und Solid Spirit. Vorne ist Tolstaya, dann lauert Scholligur in guter Haltung, Scampalo ist Dritter, gefolgt von oder innen begleitet von Lefeugre über den Englischen. Das ist jetzt das 9. von 21 Hindernissen mit Solid Spirit und Omega noch am Schluss des Feldes. Tolstaya links, Scholligur mit dem gelb-schwarzen Dress, jetzt gegen den Deltamöbel Sandgraben noch 5 Hindernisse nach diesem Sprung. Tolstaya, Scholligur, Lefeugre, dann angehalten wird Omega. Scampalo muss schauen, dass er da jetzt dran bleibt. Auf diesem Boden hat er in Aarau schon einmal nicht so eine gute Leistung gezeigt. Vorne ist seine Stall, aber nicht Trainingsgefährtin Tolstaya. Tolstaya mit Scholligur an zweiter Position. Lefeugre, etwa an dieser Stelle, hat er letzten Sonntag den Turbo gezündet. Aber vorne ist jetzt immer noch Tolstaya. Gegen die Restaurant Grünwaldhecke noch 4 Hindernisse. Tolstaya mit einem Riesensprung bei der Landung etwas verloren. Scholligur nutzt das für einen Angriff, aber noch hat Tolstaya die Spitze. Scholligur greift an, Lefeugre und auch Solid Spirit ist jetzt da. Der sieht richtig stark aus. Innen durch geht hier Solid Spirit in Front mit Scholligur außen, Scholligur oder Solid Spirit. Lefeugre kann nicht kontern. Vorne ist Solid Spirit außen, innen Solid Spirit außen, kann Scholligur nochmal. Solid Spirit vor Scholligur. Solid Spirit, Solid Spirit, Solid Spirit mit Edgar Labez gewinnt vor Scholligur. Dann Lefeugre auf dem 4. Platz. Tolstaya, die lange, lange geführt hat. Und Pablo Werder flattiert hier auch noch Scampalo, der alles gegeben hat, aber das ist nicht sein Boden, kommt trotzdem ins Ziel, im Gegensatz zu Omega, der angehalten wurde. Und Ihr Applaus gehört natürlich dem Sieger dieses Rennens, Ihr Applaus gehört der Nummer 1, Solid Spirit. Solid Spirit im Besitze von Claudia Giorno, trainiert von Julien Lemay, und Ihr Applaus auch für den Siegreiter, für Edgar Labez. Und das ist der Start. Mockingbird übernimmt erstmal die Spitze. Dann ist Patrick Swish zur Stelle. An dritter Position hat Chocoletta einiges an Boden schon gut gemacht. Über Chocoletta übernimmt jetzt sogar die Spitze. Da kommt das zweite B-Pony Cesar nicht mehr mit, bei weitem nicht mehr mit. Das B-Pony vor den C-Ponys. An zweiter Position wird aber noch zurückgehalten Patrick Swish. Dann Mockingbird mit der Nummer 6 Casara. Dann folgt die 5, das ist Celentano. Auf der Verfolgung ist Cesar und ganz am Schluss die Nummer 7, Claira. Vorne jetzt der Angriff von Mockingbird zusammen mit Patrick Swish. Patrick Swish hat die Spitze. Patrick Swish geht nach vorne. Patrick Swish, und kann Mockingbird hier nochmal kontern. Patrick Swish mit Mockingbird an zweiter Stelle. Dahinter aber Patrick Swish geht nach Hause. Patrick Swish mit Zoe Wiesmann auf dem zweiten Platz, die Nummer 1 Mockingbird mit Yara Lingenhag. Dann folgt das erste B-Pony Chocoletta mit Geraldine Henny. Etwa der Vorsprung, den sie beim Start schon hatten, mit dem gehen sie nach Hause. Geraldine Henny mit Chocoletta. Dann folgt Teresa Dinzinger mit Cesar auf dem zweiten, also insgesamt 4. Platz. Dann die Nummer 5 Celentano mit Fiona Grögli. Innen die 7 Claira Leonie Hartmann und die Nummer 5. Die Nummer 6 natürlich, Casara mit Janina Kämpfer. Jetzt sieht es so aus, als wären alle Pferde in den Boxen. Und da sind auch alle wieder draußen. Start zum 3. Rennenpreis der Fleischhandel Krützer AG. Das Feld formiert sich ganz außen auf der Bahn, wo es nicht so gut einzusehen ist. Falcao hat erstmal einen guten Start erwischt, aber Prinzess Grisun kann es noch etwas schneller. Michaela Casanova insistiert und geht jetzt auf zweite Spur, um Falcao ebenfalls wieder noch näher an die Spitze heranzubringen. An dritter Stelle ist es Caria, dann folgt Plurialata mit Königin Lucia, gefolgt von Neyfei und auf der Verfolgung Atlantico. Vorne auf die zweite von 3 Tribünenpassagen ist es Prinzess Grishun für den Stall Rossriet. An zweiter Position Falcao, dann rückt außen auch Plurialata auf. Ganz innen ist es Königin Lucia, dann ist Caria zur Stelle. Atlantico macht außenherum weiteren Weg, aber auch Boden gut. Und am Schluss des Feldes ist jetzt Neyfei. Falcao
Zweiter Position innen Königin Lucia, dritte außen begleitet von Blue Rialata. Dann hat Caria Anschluss und um diesen bemüht ist Neyfei und am Schluss des Feldes Atlantico. Es geht in den, gegen den Schlussbogen. Alcao geht an die Seite von Prinzess Grishun. Blue Rialata ist ebenfalls zur Stelle. Auf den letzten 200 Metern jetzt Prinzess Grishun. Prinzess Grishun hat die Spitze, Blue Rialata ist die Angreiferin. Prinzess Grishun, Blue Rialata. Prinzess Grishun mit Blue Rialata. Prinzess Grishun geht nach Hause. Prinzess Grishun für den Stall Rossriet. Auf dem zweiten Platz ist es Blue Rialata, dann Königin Lucia mit Falcao, dann Caria, Neyfei und am Schluss Atlantico. Blitzsauberer Ritt von Naomi Heller mit Prinzess Grishun und der zweite Meeting-Sieg für den Stall Rossriet, Trainer Josef Peppi Stadelmann. Hier der vorläufige und unbestätigte Einlauf im dritten Rennen, Preis der Fleischhandel Krützer AG. Es gewinnt die Nummer 2, Prinzess Grishun mit Naomi Heller. Auf dem zweiten Platz die Nummer 6, Blue Rialata, Latisha Huber, Doppelsieg für Peppi Stadelmann, den Trainer. Und dritter die Nummer 1, Königin Lucia mit Carina Schneider. Die weiteren Klassierungen, vierter die 4, Falcao, Michaela Casanova, fünfter die 8, Caria, Sophie Nicholas und sechster die 7, Neyfei, Debbie Eberle. 2, 6, 1, 4, 8 und die 7. Wie gehabt, kein Startauto im Einsatz bei diesen Verhältnissen. Es gibt einen sogenannten Flaggenstart, die Nummern 1 bis 7 aus der ersten Reihe, dahinter die 8, die 9 und die 10. Es läuft alles ab wie beim Autostart, nur einfach ohne Auto. Die Pferde gehen jetzt Richtung Start. Stellen sich jetzt in einer Reihe auf, von 1 bis 7, dahinter die 8, 9 und die 10. Und die 4 gibt das Tempo vor. Das ist offenbar bereits der Start mit einem guten Start. Ganz außen von Eristoff Gold in der Mitte der Bahn, dann außen Forest du Rochelle. Innen ist es die Nummer 2, Gustavo de Joma. Zwei Runden vor Schluss mit Eristoff Gold in Front, innen begleitet von Gustavo de Joma, der auf dem kürzeren Weg jetzt die Spitze vermutlich übernehmen kann. An dritter Stelle ist es außen Forest du Rochelle mit Gorky Brio an vierter Position, dann It's Day, der Favorit Helios Depot lauert an fünfter, sechster Position, außen begleitet von der Nummer 5 General Marceau. Am Schluss des Feldes ist es Harmonie Rose hinter Kiss Forever HC und eben General Marceau. Und jetzt versucht außen It's Day aufzurücken und vor allem kommt Gorky Brio. Der Angriff von Gorky Brio jetzt auf die Spitze. Gorky Brio geht an Eristoff Gold heran, aber noch nicht ganz vorbei. Forest du Rochelle ist dabei und aufrückend ist die Nummer 9 It's Day. Im Rücken von It's Day lauert Helios Depot. Gorky Brio hat jetzt die Spitze übernommen. Gorky Brio hat keine Antwort im Moment gegen Helios Depot, der hier wie ein D-Zug, wie ein Düsenjet vorbeitrabt. Noch etwa 200 Meter gibt das den zweiten Tagessieg für Xavier Bouvet. Sieht alles danach aus, denn Helios Depot, der muss hier nur noch im Trab bleiben. Dann geht der hier nach Hause. Gorky Brio an zweiter Stelle. Vorne ist Helios Depot überlegen vor. An zweiter Position die Nummer 3, Gorky Brio, außen kommt mit der Nummer 5, General Marceau vor It's Day und dann Forest du Rochelle noch vor Harmonie Rose. Was für eine Vorstellung von Helios Depot mit Xavier Bouvet, der hat die Gegner hier förmlich deklassiert. Hier der vorläufige und unbestätigte Einlauf im vierten Rennenpreis der Südostschweiz Medien. Es gewinnt die Nummer 4. Das ist Helios Depot mit Xavier Bouvet. Auf dem zweiten Platz die Nummer 3, Gorky Brio mit Evelyn Hirt. Und dritter die 5, General Marceau mit Ludovic Dörro. Die weiteren Klassierungen, die 9, die 7, die 1 und die 6. 4, 3, 5, 9, 7, 1 und die 6. Zeigen des Tribünensprungs. Und das ist der Start zum fünften Rennenpreis der Graubündner Kantonalbank.
Falco de Fleur übernimmt die Spitze. An zweiter Position ist es El Muchacho mit Amphi Palin und Iftan. Auf das erste Hindernis den Englischen mit Falco de Fleur. An zweiter Position Amphi Palin, dann El Muchacho und Iftan in einer Kolonne gegen das zweite Hindernis den Jeninser. Um den Bogen Erdwallhecke Falco de Fleur. Edgar Laves hat ihn gut im Griff. An zweiter Stelle Amphi Palin mit Gabriele Agus. Dann folgt Antoine Masson mit El Muchacho und Jürg Langmeier mit Iftan. Und das ist ein großer Brocken mit Falco de Fleur, Amphi Palin, El Muchacho mit einem weiteren Fehler. Antoine Masson, akrobatisch hat er sich gerettet und an vierter Stelle Iftan. Über die Rudi-Günthardt-Hecke mit Falco de Fleur, Amphi Palin an zweiter Stelle. Dann folgt El Muchacho und Iftan. Gegen den Jeninser das neunte von 22 Hindernissen, unverändert Falco de Fleur voraus. Amphi Palin lässt ihn nicht entwischen und dann eine Lücke jetzt. Ein kleiner, etwas zögerlicher Sprung von Amphi Palin, aber alles im grünen Bereich. Etwa 6-7 Längen bis zu El Muchacho und Iftan. Vorne macht Falco de Fleur jetzt richtig Dampf. Gegen den englischen Falco de Fleur. Mit Amphi Palin an zweiter Position, mit einem Riesensatz springt sie sich praktisch wieder an Falco de Fleur heran. Dann 10 Längen mindestens Abstand bis zu El Muchacho. Gegen die Restaurant Grünwaldhecke mit Falco de Fleur, dann Amphi Palin in Schlagdistanz, El Muchacho und Iftan. Wir haben jetzt zwei Rennen praktisch in einem, vorne zwei voraus und dahinten die anderen beiden im Moment doch mit deutlichem Rückstand. Ein kleiner Rumpler bei der Landung und gegen von Amphi Palin auf den zweiten Tribünensprung mit Falco de Fleur. Amphi Palin an zweiter Stelle und dahinter folgt El Muchacho mit Iftan. Gegen das nächste Hindernis Rudi Günthardt-Hecke, Falco de Fleur, auch mit einem etwas unkonventionellen Sprung. Amphi Palin ist zur Stelle. Dahinter macht Jürg Langmeier jetzt noch nicht ganz Druck, aber ist jedenfalls dran bei El Muchacho. Vorne gegen den Jeninser und dann die Wendung nach links in die Diagonale. Mit Falco de Fleur vor Amphi Palin. Die Wendung, da nicht zu eng drehen wollen, hilft nichts. Und vorne ist Falco de Fleur mit Amphi Palin. Gegen die Otoy-Hürde und dann Delta-Möbel-Sandgraben unmittelbar hier vor der Tribüne. Mit Falco de Fleur unverändert in Front. Amphi Palin an zweiter Position in guter Haltung. Macht einen Fehler und da muss Gabriele Agus aus dem Sattel. Unfassbar. Aber so ist der Rennsport. Vorne ist Falco de Fleur jetzt weit voraus. Jetzt hoffen wir, dass Amphi Palin da das Rennen nicht noch stört und dass sie irgendwo dann anhält, weil Falco de Fleur ist der überlegene Sieger, wenn der einfach nur ins Ziel kommt. Das ist jetzt die ganze Geschichte. Über Restaurant Grünwaldhecke, Edgar Labes hat es im Griff und dahinter weit zurück der Kampf dann um den zweiten Platz mit Iftan und El Muchacho. Noch drei Hindernisse mit Edgar Labes in Front und Falco de Fleur. Gegen den Jeninser. Jetzt einfach nur noch oben bleiben. Die haben so viel Pech gehabt mit diesem Falco de Fleur, der Stahl Schachen und Trainer Julien Lemay. Der zweitletzte Sprung ist absolviert und der kann sich jetzt schon umschauen. Da braucht er gar nicht. Der kann sich auf die Siegerehrung freuen. Einfach noch ins Ziel kommen. Der letzte Sprung für Falco de Fleur. Falco de Fleur über die Rudi-Günthardt-Hecke und der geht weit über. Ja, wunderbar. Ist drüber. Das ist der Triumphritt von Edgar Labes mit Falco de Fleur, hochverdient. Und er freut sich riesig, zweiter Sieg am heutigen Tag. Dahinter ist es El Muchacho auf dem zweiten Platz. El Muchacho und Iftan auf dem dritten. Amphi Palin ist im Moment noch im Trab. Mal schauen, ob jemand die da einfangen kann. Jetzt galoppiert sie wieder. Hier der vorläufige und unbestätigte Einlauf im fünften Rennenpreis der Graubündner Kantonalbank. Es gewinnt die Nummer 4 Falco de Fleur mit Edgar Labes. Auf dem zweiten Platz die Nummer 1 El Muchacho und dritte die Nummer 2 Iftan. Nicht ins Ziel gekommen ist die Nummer 3, die Favoritin Amphi Palin und die Rennleitung. Sie haben die Sirene gehört, die überprüft jetzt den Grund des Sturzes.
Alle Pferde in den Boxen, so viel ich das erkennen kann. Und da sind auch alle schon wieder draußen. Das ist der Start. Zum Preis der Rallbau AG Generalunternehmung. Das Feld formiert sich. Morgan Le Fay hat erstmal die Spitze übernommen. Auch Darling in Pink hat einen guten Start erwischt mit Innen Moonflight. Dann folgt Isbahan auf die erste von drei Tribünenpassagen. Etwas hinter dem Feld ist Spirit of Spain. Auf die zweite von drei Tribünenpassagen mit Morgan Le Fay vor Darling in Pink, dann dahinter der Schimmel Moonflight, außen, etwas weiter außen galoppierend, Isbahan sucht den besseren Boden, dann Perfect Way und Spirit of Spain, eine Runde vor Schluss, doch schon weit zurück jetzt, dem gefällt das nicht auf diesem Boden, so jedenfalls der Eindruck. Vorne der Angriff von Darling in Pink, noch nicht ganz auf Morgan Le Fay, dann ist Moonflight in guter Haltung an dritter Stelle, gefolgt oder außen begleitet von Isbahan. Eine kleine Lücke bis zu Perfect Way, wo Jenny Lang hat jetzt versucht, diese Lücke zu schließen. Vorne Morgan Le Fay. Jetzt kommt Darling in Pink unter Druck an zweiter Position. Vorne versucht Morgan Le Fay, sich zu verabschieden. Morgan Le Fay mit Darling in Pink kann Moonflight kontern, der Favorit. Geht an Darling in Pink innen vorbei und Isbahan macht das gleiche, aber außen. Moonflight ist zu schnell. Noch etwa 250 Meter mit Morgan Le Fay vor außen Isbahan und Moonflight. Morgan Le Fay führt, aber Moonflight kommt. Morgan Le Fay mit Moonflight. Moonflight mit Morgan Le Fay. Morgan Le Fay innen, Moonflight außen. Moonflight oder Morgan Le Fay. Morgan Le Fay hat die Spitze, aber Moonlight kommt. Moonlight, Moonflight, Moonflight gewinnt mit Pablo Werder für die Kurerin Letizia Domenic auf dem zweiten Platz. Morgan Le Fay, dritter dann Isbahan, dann Perfect Way und die beiden Schützlinge von Miro Weiss. Was für eine Leistung von Moonflight mit Pablo Werder. Kurer-Sieg also, einen Jeninser-Sieg hatten wir schon mit dem Stall Rossried, jetzt noch den Kurer-Sieg mit dem letzten, auf den letzten Drücker von Moonflight mit Pablo Werder. Der vorläufige und unbestätigte aus dem sechsten Rennen Preis der Rallbau AG Generalunternehmung. Es gewinnt die Nummer 3, Moonflight mit Pablo Werder. Auf dem zweiten Platz die Nummer 1 Morgan Le Fay mit Debbie Eberle und dritter die 6 Isbahan mit Latisha Huber. Auf dem vierten Platz die 2 Perfect Way Jenny Langhardt, fünfter die 4 Spirit of Spain mit Martin Laube und sechster die 5 Darling in Pink mit Carina Schneider. 3, 1, 6, 2, 4 und die 5. Und ihr Applaus gehört, der Nummer 3, ihr Applaus gehört Moonflight. Moonflight im Besitze, Sie haben es gehört, der Kurerin Letizia Domenic, Trainerin ist Claudia Erni und der Reiter Pablo Werder. Die Pferde gehen Richtung Startmarke. Ganz links High Noon, ganz rechts im Dress von, mit Xavier Bouve im gelb-blau-weißen Dress Gado de la Vie. Das Feld formiert sich. Und das ist der Start zum siebten Rennen Raststätte Heidiland Trophy. In der Mitte der Bahn hat Be Cool Depp einen schnellen Start vorgelegt. Innen ist es High Noon, der in der Regel nicht gerne an der Spitze geht. An dritter Stelle außen Harper Seabrook, gefolgt von Disui Brumaire mit Cadeau de la Vie an fünfter, sechster Stelle. Und am Schluss des Feldes Domingo Bello. Auf die zweite von drei Tribünenpassagen, außer Manuela Scheidecker, geht das Feld jetzt deutlich weiter außen, sucht dort den besseren Boden. Eine Runde vor Schluss mit Be Cool Depp in Front. In seinem Rücken ist es High Noon. Außen Harper Seabrook, im Rücken von High Noon lauert die Nummer 4, das ist Disui Brumaire. Und Gado de la Vie, der Favorit, immer noch an letzter Stelle, innen auf dem kürzeren Weg. Versucht Domingo Bello jetzt wieder zur Spitze aufzuschließen. High Noon versucht innen anzugreifen, da ist der Boden aber schlechter. Vorne ist der Be Cool Depp mit Cadeau de la Vie. Be Cool Depp innen, Cadeau de la Vie kommt. Be Cool Depp mit Cadeau de la Vie. Be Cool Depp.
Letztes Jahr ist er kurz vor dem Ziel angesprungen. Diesmal lässt er sich das nicht nehmen, Heiner Bracher. Mit Be Cool Depp, der lockere, der leichte, der souveräne Sieg von Be Cool Depp. Auf dem zweiten Platz Gado de la Vie, dritter wird Hainun, vierter Disney Brümer, dann folgt Harper Seabrook und ganz innen, konsequent innen geblieben die ganze Zeit, Domingo Bello kommt als sechster deutlich hinter den anderen ins Ziel. Hier der vorläufige und unbestätigte Einlauf im siebten Rennen Raststätte Heideland Trophy. Es gewinnt die Nummer 5 Be Cool Depp mit Heiner Bracher. Auf dem zweiten Platz die Nummer 7 Gado de la Vie mit Xavier Bouve und dritter die 1 Hainun mit Adrian Burger. Die weiteren Klassierungen, vierter die 4 Disney Brumaire, Sylvain Crusi, fünfter die 6 Harper Seabrook, André Humbert und sechster die Nummer 2 Domingo Bello, Manuela Scheidecker. Ihr Applaus, meine Damen und Herren, gehört Be Cool Depp. Be Cool Depp für den Stall Melina, trainiert und gefahren von Heiner Bracher. Herzlichen Glückwunsch. Die Spannung steigt, die letzte Minute vor dem Start ist angebrochen. Großer Preis des Cross Club Maienfeld. Bald geht's los. 30 Hindernisse verteilt auf 4800 Meter. Wir dürfen uns auf ein großartiges Spektakel freuen. Pferde sind jetzt bei der Startstelle angekommen. Was geht jetzt wohl in den Köpfen der Reiter vor, die sich den Parcours eingeprägt haben? In der Hoffnung, dass alles so läuft, wie Sie sich's vorstellen. Antonio Ragno mit Daniar, Jürg Langmeier mit Al Quarto, Damian Meskam im Sattel von Fuderev und Gabriele Agus in jenem von Breitmann. Die Pferde stellen sich am Band auf und das ist der Start, aber niemand will gehen. Doch. Al Quarto mit Jürg Langmeier übernimmt erstmal die Spitze. Start zum großen Preis des Cross Club Maienfeld. Das erste Hindernis ein Baumstamm mit Al Quarto, Fuderev, Breitmann und Daniar. Al Quarto gegen den nächsten Baumstamm. Jürg Langmeier, der eigentlich nicht vorne gehen will oder nicht zwingend mit Al Quarto, aber wenn kein anderer geht, dann macht das halt. Al Quarto vor Fuderev, dann Breitmann, dann Daniar. Das sind schon alle. Das kleine, aber feine Feld gegen die Erdwallhecke, dann vor die Tribüne, über die Hürde am Tribünensprung vorbei. Und bitte aufpassen, die Leute, die da stehen, die kommen dann da relativ zügig durch. Auch wenn es jetzt noch nicht so aussieht, nicht, dass da einer noch gestört wird. Erdwallhecke mit Al Quarto, dann den beiden Schimmeln. Fuderev, jener mit dem gelb-schwarzen Dress. Und der weiß-blaue ist jener von Breitmann. Am Schluss Daniar über die Hürde, das vierte von 30 Hindernissen mit Al Quarto. Fuderev, Breitmann und Daniar. Rudi Günthardt-Hecke, später ist das dann der Einlaufsprung. Und Rudi Günthardt ist auch der Mitbesitzer von Breitmann. Vorne Al Quarto mit Fuderev, dann Breitmann und Daniar. Als nächstes gegen den Jeninser, dann Holzbrunnen, Baumstamm, nochmal Baumstamm und dann kommen die Hindernisse im Innenraum. Erstmals dran. Vorne Al Quarto. Fuderev an zweiter Stelle, springt sich an seine Seite, wird sofort wieder zurückgenommen. Breitmann an dritter Stelle und Daniar an vierter. In vernünftigem Tempo vor. Gegeben von Jürg Langmeier gegen den Baumstamm bei der Obstplantage. Al Quarto, Fuderev, Breitmann und Daniar. Jeder hat seine Position gefunden. Der nächste Baumstamm und dann die Wendung nach links mit Erdwallhecke. Al Quarto führt und da kommt Daniar und Fuderev. Daniar und Fuderev gehen an die Spitze, Al Quarto an dritter Stelle, das ist da, wo Jürg Langmeier lieber geht. Und am Schluss ist es Breitmann über die Erdwallhecke und dann gegen den Tamina Forst Holzsprung, die Wendung. Fuderev
Danjar, Alquarto und Breitmann. Gegen den Käppeli-Wall vor der Tribüne. Mit Fudorev und Danjar praktisch Kopf-Kopf an der Spitze. Dahinter Alquarto und Breitmann. Der Käppeli-Wall. Alquarto meistert das so schnell, dass Jürg Langmeier dann doch wieder die Spitze hat. Dann gegen die Rudi Günthardt-Hecke und nach links gegen die Hürde. Mit Alquarto vor Danjar, Fudorev und Breitmann. Die Hürde, dann der englische und dann der Mauer-Tiefsprung. Mit Alquarto vor Danjar, Fudorev und der Nummer 4 Breitmann. Der englische, der große Grüne in der Gegenseite und dann der Mauer-Tiefsprung. Der englische ist das 15. Hindernis, also von den Hindernissen her gesehen sind wir bei Rennhälfte. Gegen den Käppeli-Wall und dann eine der entscheidenden Passagen. Maueraufsprung und die Wendung nach rechts. Mit Alquarto vor Danjar, Fudorev an dritter Stelle und Breitmann macht seine Sache ebenfalls sehr gut. Wer erwischt das am besten? Alquarto auf dem kürzesten Weg innen, Danjar an zweiter Position, Fudorev, Jürg Langmeier geht jetzt etwas weiter holen, kann jetzt aber beschleunigen, gegen den Delta-Möbel Sandgraben. Mit Alquarto vor Fudorev, dritter ist Danjar und Breitmann. Mit Alquarto über den Delta-Möbel Sandgraben, Fudorev an zweiter Stelle, dritter ist Danjar, muss jetzt schauen, dass er da dranbleiben kann. Auch Breitmann an vierter Position ist jetzt gefordert. Aber Fudorev und Danjar Alquarto, die sind fürs erste Mal weg. Fudorev sieht sehr stark aus an zweiter Position. Vorne ist noch Alquarto. Alquarto hoch zum Baumstamm, Pappelsprung, Holzbrunnen, Jeninser und Rudi Günthardt Sprung. Rudi Günthardt Hecke als letzter Sprung dann. Alquarto führt. Fudorev ist Zweiter, Dritter ist Danjar. Antonio Ragno bemüht ihn jetzt, dass er da dran bleibt an den beiden Vorderen. Mit Alquarto und Fudorev, der näher kommt. Alquarto vor Fudorev. Alquarto mit einem guten Sprung vor Fudorev. Dritter ist Danjar, der noch dran ist. Alquarto in Führung. Jetzt macht Jürg Langmeier ernst. Alquarto eine Länge, Alquarto zwei Längen, aber Fudorev ist noch nicht geschlagen. Alquarto vor Fudorev und dritter ist Danjar. Alquarto über den Jeninser, aber Fudorev springt jetzt hier besser und geht wieder in die Nähe von Alquarto. Alquarto ist vorne mit Jürg Langmeier. Fudorev ist an zweiter Position. Noch das letzte Hindernis für Alquarto mit Fudorev an zweiter Position. Vorne ist Alquarto mit Jürg Langmeier. Das lässt er sich nicht mehr nehmen. Er schaut sich um. Das ist der Sieg für Alquarto mit Jürg Langmeier. Alquarto gewinnt mit Jürg Langmeier auf dem zweiten Platz. Fudorev mit Damian Meskam und dritter ist Danjar mit Antonio Ragno. Und da kommt auch noch Breitmann ins Ziel, der seine Sache gut gemacht hat. Gegen diese Krössler hat er hier eine tolle Leistung gezeigt. Ihr Applaus gehört Alquarto. Im Besitze des Stall Allegra Racing Club und trainiert von seinem Reiter, der Siegreiter Jürg Langmeier. Herzlichen Glückwunsch an den Stall Allegra Racing Club und an Trainer und Reiter Jürg Langmeier mit Alquarto, dem Sieger im großen Preis des Cross Club Maienfeld.